Islam und Faschismus. Inwieweit gleichen sich beide Wertesysteme? Was bedeutet das für die Islamkritik? Darüber sprechen wir mit der Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi. Islam oder politischer Islam ist eine faschistische Bewegung. Und dem Sozialwissenschaftler Hartmut Kraus. Man kann den Islam nicht verteidigen und gleichzeitig sagen, ich bin links. Das ist ein viereckiger Kreis. Es werde Licht am 7. Mai um 20 Uhr auf Okto und zum Nachschauen in unserer Mediathek mit noch mehr Bonusmaterial aus dieser Sendung.